Im Stadtzentrum von Kramatorsk sind zwei Raketen eingeschlagen. Bisher wurden 8 Tote und 56 Verletzte gezählt. Aus der Haft hat Alexei Nawalny das Regime von Präsident Putin selbst als größte Bedrohung für Russland bezeichnet. Bezahlen wie immer, aber anders. Brüssel stellt Pläne für digitalen Euro vor. Am Dienstagabend sind 2 Raketen in ein belebtes Gebiet im Stadtzentrum von Kramatorsk in der Südukraine eingeschlagen. Feuerwehrleute suchen die Trümmer eines Restaurants ab, in dem mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen sind, darunter ein 17 Jahre altes Mädchen. Unter den 56 Verletzten ist ein 8 Monate altes Baby. Ein Anwohner beschrieb das Geschehen. Auch Cherson wurde beschossen. Auch hier wurden zivile Ziele getroffen, ein Supermarkt. Todesopfer wurden keine gemeldet. Russland setzt damit die Strategie fort, auch die ukrainische Bevölkerung nicht zu schonen. Energie, Wasser, Wohnen, Essen oder Arbeiten. Ein normales Leben ist kaum mehr möglich. Es wird zu einem Leben in Angst und Unsicherheit. In seiner abendlichen Ansprache verurteilte Präsident Volodymyr Zelensky Russland für die Raketenangriffe. Moskau verdiene eine Niederlage und ein Tribunal, wo es verurteilt gehöre. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass seine Truppen 7 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Donetsk erfolgreich abgewehrt hätten. Ein ukrainischer Kommandoposten und ein Kommunikationszentrum in der Region Donetsk seien zerstört worden. Der inhaftierte russische Oppositionelle Alexei Nawalny hat das Regime von Präsident Wladimir Putin selbst als größte Bedrohung für Russland bezeichnet. Aus der Haft äußerte sich Nawalny erstmals seit der gescheiterten Wagner-Meuterei über die sozialen Medien. Es gibt keine größere Bedrohung für Russland als das Putin-Regime. Nicht der Westen oder die Opposition haben russische Hubschrauber abgeschossen. Es war Putin, der Russland an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht hat. Er persönlich hat all die Kriminellen begnadigt, die unterwegs waren, um Shoigu zu töten, so Nawalny. Die Rebellion des Chefs der Wagner-Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin, der sich inzwischen im belarussischen Exil befinden soll, hat die größte politische Krise Russlands seit Jahrzehnten ausgelöst. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der für sich in Anspruch nimmt, maßgeblich an der Beendigung des Aufstandes beteiligt gewesen zu sein, behauptet, er habe den russischen Präsidenten überredet, Prigoschin nicht töten zu lassen. Поэтому я подумал, ну замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого. Lukaschenko habe den Mitgliedern der Wagner-Gruppe, die Russland ebenfalls verlassen wollen, eine aufgegebene Militärbasis in Belarus angeboten. Er betonte aber, dass die Söldner nicht zur Bewachung der Atomwaffen eingesetzt würden, die Moskau gerade geliefert hat. Die Verlagerung der Wagner-Truppe nach Belarus beunruhigt nicht nur die Nachbarländer Polen und die Ukraine, immerhin handele es sich um zigtausend erfahrene Kämpfer. Wszyscy widzimy, co się dzieje. Relokacja sił rosyjskich de facto w postaci prawdopodobnie grupy Wagnera na Białoruś. Także i przeniesienie tam szefa grupy Wagnera. Więc to są wszystko dla nas takie bardzo negatywne sygnały, które na pewno bardzo mocno chcemy postawić także naszym. Washington hat die Wagner-Truppe bereits sanktioniert, will aber weitere Maßnahmen gegen die Söldner ergreifen. US-Außenminister Antony Blinken sagte, egal wo Wagner hingehe, es folgten Tod und Zerstörung. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch einen Vorschlag zur Einführung eines digitalen Euro vorgelegt. Er ist im Wesentlichen elektronisches Bargeld und würde den Verbrauchern eine alternative europaweite Zahlungslösung bieten, zusätzlich zu den Optionen, die heute bestehen, so die Europäische Kommission. With a digital euro, people will be able to pay in public money. Uniquely, they will be available to pay both online and offline.
Having a topped-up digital euro wallet on your phone or other device will be the same as having coins and banknotes in your pocket. You'll be able to pay just as easily, and you don't even need to have an internet connection. Nach Angaben der Kommission bevorzugen 55% der EU-Bürger bargeldlose Zahlungen, 22% Bargeld und 23% haben keine Präferenz. Gegen diesen Vorschlag gab es bereits zahlreiche Einwände von Seiten der Bürger wegen Bedenken in Bezug auf die Privatsphäre und von Seiten der Geschäftsbanken wegen eines möglichen Bankruns. Das endgültige Gesetz muss von den 27 Mitgliedstaaten und dem Parlament gebilligt werden. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass die EZB im Oktober grünes Licht für einen digitalen Euro geben wird, der dann 2027 eingeführt werden soll. Der US-amerikanische Schauspieler Kevin Spacey ist zu Beginn der öffentlichen Verhandlungen eines Strafprozesses gegen ihn wegen mehrerer Sexualdelikte vor einem Londoner Gericht erschienen. Dem Hollywood-Star werden von 4 verschiedenen Männern 12 Sexualdelikte vorgeworfen. Sie reichen von Belästigung bis hin zur Nötigung zum Geschlechtsverkehr. Spacey plädierte in allen Fällen auf unschuldig. Die mutmaßlichen Straftaten sollen begangen worden sein, als der zweifache Oscar-Preisträger zwischen 2004 und 2015 in London lebte. Can we bring the drumroll on the envelope? And the winner is close. Der belgische Regisseur Lucas Dont hat den Lux Publikumspreis 2023 gewonnen. Sein Film Close, geschlossen, erzählt die enge Freundschaft zwischen zwei Teenagern, die auf tragische Weise endet. Die Herausforderungen für die LGBT-Gemeinde wurden in diesem und zwei weiteren der 5 nominierten Filme thematisiert. Bei der Preisverleihung in Brüssel sprach der Gewinner gegenüber Euronews von besorgniserregenden Zeiten. When you look at Bulgaria or Hungary or Italy, we see that there is this tendency for anti-LGBT propaganda. And so I don't find it surprising that a lot of these films tackle those subtopics around identity, around gender, around sexuality. I also think that we live in a world that very often represents itself in a very brutal way. And what our goal was with Close was really to show our human desire for connectedness when we're young. Die übrigen 4 Filme, die im Finale standen, waren Alcaraz aus Spanien, Burning Days aus der Türkei, Triangle of Sadness aus Schweden und Will-O-The-Wisp aus Portugal. Der vom Europäischen Parlament und der Europäischen Filmakademie organisierte Preis zielt darauf ab, das Bewusstsein für Themen wie Menschenwürde, soziale Integration, Toleranz und Gerechtigkeit zu fördern. I think all these 5 films, they talk about our human nature. They talk about our need for magic, for a place to invent ourselves. And so to be a part of those 5 films and be at the center of this celebration of European cinema really means a lot to us. Das Europäische Parlament organisierte rund 500 Vorführungen der 5 Wettbewerbsbeiträge mit Untertiteln in den 24 Amtssprachen der EU. Im Anschluss an die Vorführungen fanden Diskussionen über die Themen der Filme und die kulturelle Vielfalt statt. Around 45,000 people watched the free screenings of the films and they were allowed to vote alongside the members of the European Parliament. And for the first time, the public was also invited to the awards ceremony. It was a full house in the plenary. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels. Weltweit feiern Muslime an diesem Mittwoch Eid al-Adha, das islamische Opferfest, das gleichzeitig auch den Abschluss der Wallfahrt im saudi-arabischen Mekka darstellt, auch Hajj genannt. Am dritten und letzten Tag des Hajj werfen die Pilger kleine Steine im Ort Mina östlich von Mekka als symbolische Steinigung des Teufels. Später gehen sie zurück zur großen Moschee in Mekka, wo sie die Kaaba 7-mal umrunden und dabei beten. Den Behörden zufolge nahmen dieses Jahr 1,8 Millionen Pilger an dem Hajj teil. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 2,5 Millionen.
Auch in Jerusalem starteten die Gläubigen den ersten Tag des Opferfestes mit einem Gebet in der Aqsa-Moschee, einem der heiligsten Orte im Islam. Der religiöse Hintergrund des Feiertages entstammt der jüdischen Überlieferung und soll an Abrahams Bereitschaft erinnern, Gott seinen eigenen Sohn zu opfern. Aufruhr in Italien, nachdem ein Tourist am Kolosseum, dem Wahrzeichen Roms, Worte in eine antike Mauer ritzte. Ein Besucher wurde dabei gefilmt, wie er offenbar Namen kratzte. Ein anderer Tourist, der über diesen Anblick verärgert war, filmte den Vorfall. Honestly, I would like this person to just kind of get the learn the lesson. Honestly, at the end of the day, whether he has to pay the fine or not. Whether you know, if learning the lesson means paying the fine, then so be it. But I just honestly want him and anybody else who would think of doing such a thing to realize that this is not acceptable behavior. Die italienischen Behörden sehen Vandalismus an ihren heiligen Städten sehr kritisch. Im Jahr 2014 wurde ein russischer Tourist zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro und einer vierjährigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er Buchstaben in eine der Wände des Kolosseums eingraviert hatte. In Italien haben Archäologinnen in der versunkenen Stadt Pompeji ein Wandgemälde entdeckt, das womöglich eine Art Pizza abbildet. Das 2000 Jahre alte Bild in der antiken Römerstadt zeigt ein Fladenbrot belegt mit Früchten wie Datteln und Granatäpfeln. Von Tomaten und Mozzarella, den Zutaten, die man von einer heutigen Pizza kennt, fehlt allerdings jede Spur. Deshalb sprechen ExpertInnen von einer Art Vorgänger der Pizza. In Pompeji, am Fuße des Vesuvs, stoßen Archäologen immer wieder auf spektakuläre Funde.